So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar diese Fritz-Cola, aber das ist nicht irgendeine Fritz-Cola, das ist die mit dem braunen Etikett Fritz-Cola mit Karamell-Kaffeegeschmack. Pupsi hat die im Regal entdeckt und gesagt, oh Kaffee, dann wollte die mitnehmen und mir kam so der Verdacht, es gab doch schon mal auch Booster mit Kaffeegeschmack, glaube ich. Booster mit Kaffee, wer das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Finger. Habe ich damals probiert, habe gedacht, okay, ist jetzt nicht so ein typisches Booster, schmeckt ein bisschen pervers, aber schön gekühlt, so als Erfrischung für zwischendrin, kann man das wirklich mal trinken. Und guckt mal, ich habe Haare geschnitten, ganz alleine, Glatze gemacht. Nein, keine Glatze, aber Grüße an Natururin. Karamell-Kaffee, ja. Habe ich gedacht, okay, nimmst du mal mit, probierst du mal. Pupsi hat eine, habe ich gesagt, ich packe nochmal zwei ein, kann ich eine der Mama andrehen, eine kann ich trinken. Pupsi hat ihre probiert. Boah, Adi werft doch nicht einfach. Der Adi macht alles kaputt. Dann hat Pupsi ihre probiert und gleich gesagt, und dann hat ich die weggegeben, habe ich die getrunken, ja. Gestern Abend habe ich gesagt, Mama, hier probier mal. Eine neue aufgemacht, habe die der gegeben, die hat so kurz probiert und so, ja, es schmeckt nach Kaffee. Jetzt weiß ich gar nicht, ob sie eigentlich im Endeffekt geschmeckt hat oder nicht. Und ob sie das nochmal trinken würde. Aber eine ist ja noch übrig und die möchte ich deshalb extra jetzt für euch im Video testen. Da muss ich aber so tun, als würde ich die gar nicht kennen. Und wenn was noch spezieller ist als diese Fritz-Cola-Karamell-Kaffee, ist das mein Flaschenöffner, mit dem ich die Fritz-Cola öffnen möchte. Wer Mitleid mit mir hat und mir einen Flaschenöffner schenken möchte, der cool ist, am besten so ein Braun Strowman-Arm, der einfach die Flasche köpft. Nein, aber das ist ja hier, das ist ein Korkenzieher, ja? Dann macht ihr diesen und dann geht's wupp und dann fliegt alles weg. Und obendran an diesem hackeligen, gackeligen Griff ist ein Flaschenöffner. Wären wir jetzt im Park und mit einem Bier trinken, da hätte man das einfach mit einer anderen Bierflasche aufgemacht oder, wäre das keine Fritz-Cola-Werbung, dann hätte ich es jetzt einfach mit den Zähnen aufgemacht. Dann fallen mir nicht nur die Haare aus, sondern auch die Zähne. Wir nehmen aber diesen hackeligen, gackeligen, machen die mal auf. Das sind auch die Gebrüder Fritz, ne? Ja, wir machen es einfach auf. Zack. Habt ihr das gehört? Klang gut, sieht gut aus, riecht gut, hä? Ich muss ehrlich sagen, ich trinke keinen Kaffee, ich bin kein Kaffeetrinker, nicht mal Malzkaffee, gar nichts. Schon als kleines Kind habe ich gesagt, nee, ich trinke lieber ein Bier zum Stück Kuchen statt ein Kaffee. Deswegen, mit Kaffee kann ich an sich nichts anfangen. Dieses Gemisch aus Cola-Kaffee finde ich aber trotzdem sehr speziell und für zwischendurch einfach gut geeignet. Wir probieren jetzt auch mal einen Schluck. Karamell, Kaffee und echt Fritz-Cola in einer Flasche. Unsere Cola für Fortgeschrittene. Willkommen im Wach. Ne? Pfand gehört daneben. Ja, Digga, die machen das ja genauso wie wir. Hier ist extra ein Bild von einem Mülleimer. Und da steht dann einfach Pfand gehört daneben. Und die haben die Flaschen, die leeren Flaschen neben den Mülleimer gestellt. Macht ihr das auch so? Ich bin ja schon immer so dran, wenn ich durch die Stadt laufe und sehe, da wühlt die Flaschenwaffe ja wieder im Mülleimer rum, weil die Pfandflaschen suchen. Deswegen habe ich es schon immer so gemacht, wenn wir irgendwo waren, da waren Bänke und da waren Mülleimer, dass ich eben eine leere Pfandflasche neben den Mülleimer gestellt habe, präsentativ, sodass, wenn die Flaschenmafia wieder rumgeht, nicht in den Müll rumwühlen muss, sondern die einfach von vornherein schon sehen, da ist Pfand, dann können die den Pfand mitnehmen und dann finde ich eine super Sache, dann müssen die da nicht rumwühlen, sich nicht dreckig machen. Problem ist, wenn du natürlich eine Flasche da daneben stellst und die Polizei fährt vorbei, dann gibt es gleich wieder wegen Ordnungswidrigkeit Anzeige, weil die sagen, da ist ein Mülleimer, schmeiß das Ding da rein, Freundchen, sonst Anzeige geht raus. Aber Fritz Cola, dieses Unternehmen, will dafür sorgen, dass ihr alle kriminell werdet und die Umwelt verpestet, indem ihr Flaschen, Pfandflaschen neben den Mülleimer stellt. Die haben den gleichen Gedankengang wie ich, nur wenn ich das mache, werde ich
werde ich festgenommen. Wenn die das machen, werden die dafür gefeiert von so Typen wie ich einer bin. Grüße geht raus an die Fritz-Cola. Nein, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ja, was ging's? Macht ihr das auch so? Packt ihr eure Pfandflaschen in den Müll? Oder nehmt ihr jede mit, weil ihr selbst Flaschenmafia seid? Pfandflaschenmafia? Oder stellt ihr die daneben, weil ihr an eure Mitmenschen denkt, die vielleicht darauf angewiesen sind und sich freuen? Ne? Das würde mich mal interessieren in diesem Zusammenhang. Manchmal ist es ja sogar so, du sitzt auf der Bank, du bist noch an der Flasche dran, egal was du gerade trinkst, und da läuft schon einer vorbei, oh, kann ich die Flasche dann haben, ne? Und du denkst so, soll ich auch mitkommen oder wie? Weil, welche Flasche meinst du jetzt? Die ich austrink oder mich? Also, da muss man manchmal aufpassen, da wirst du einfach gekidnappt. Schmeckt aber auf jeden Fall sehr interessant, hat mich jetzt dazu angeleitet, hier eine halbe Stunde sinnlos zu quatschen. Gibt's sowieso so viele verschiedene Sorten. Fritz Limonade, Fritz Cola, Fritz Schorle, Fritz Brause. Gibt's eigentlich Fritz Saft? Ich weiß es nicht. Gibt's Fritz Tee? Wenn Capital Bra Tee rausbringen kann, dann kann das Fritzchen doch auch. Wenn ihr die kennt, schreibt's mal rein. Wenn ihr die nicht kennt, probier die ruhig mal. Und vielleicht wäre ein Test mit Booster, Kaffee-Booster mit Fritz Kaffee, Karamell, Cola, einfach auch cool gewesen. Aber der Booster war ja ohne Cola. Das war ja wirklich nur Energy mit Kaffeegeschmack. Das ist also wieder was ganz anderes. Auf jeden Fall Fritz Cola, Karamell, Kaffee, finde ich, kann man mal trinken. Als Erfrischung geht das auf jeden Fall. Macht doppelt extra wach. Ist ein bisschen süß, brennt ein bisschen im Hals, aber trinkt euch wenigstens keiner weg, wenn wir es mal so sagen wollen. Ich weiß nicht, ich würde ja an sich nicht mal sagen, dass das einen richtigen Kaffeegeschmack hat. Wie abgestandener, kalter Kaffee, ja, was die Leute eklig finden und weghauen wollen und sonst was. Aber trotzdem, probiert's einfach aus. Es ist ganz speziell. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und denkt dran, hier Macaroni, ne? Vielleicht sollte ich mir mal einen neueren zulegen, einen richtig krassen, coolen, damit es nicht immer so opfermäßig aussieht, wenn ich versuche, eine Fritz-Cola zu öffnen. Denn der kann zwar tanzen, aber der kann halt nicht gut aussehen. Das war's von meiner Seite aus. Ich muss unter den 8 Minuten bleiben, sonst heißt es wieder, ich will Werbung schalten. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.